Gerhard Unterlogau, herzlich willkommen zurück in der erste Bank Eishockey-Liga. Neuer Trainer des ICVSV. Lass uns einmal über den Sommer sprechen, wie war er für dich? Naja, der Sommer war sehr stressig mit der Teamzusammensetzung. War natürlich eine große Aufgabe und wir haben alle Hände voll zu tun gehabt. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen und jetzt bin ich froh, dass schon langsam die Saison immer näher kommt. Lass uns über die Mannschaft sprechen. Wo sind die Dinge, wo du sagst, da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht? Ja, ich glaube vom Charakter her. Wir haben eine Mannschaft, die was einen wirklich sehr guten Charakter hat. Die Kabine ist top und ich glaube, das ist auch das Hauptaugenmerk, was ich gehabt habe vor der Saison mit den Spielern, die ich gesucht habe, dass ich eben charakterstarke Spieler hole. Frazier, Polastrone zum Beispiel, sind in Wien als sehr einfache, sehr mannschaftsdienliche Spieler gegolten. Du hast es gesagt, darauf hast du Wert gelegt. Waren noch weitere Dinge, die für dich wichtig waren? Naja, natürlich muss man eine bestimmte Qualität nachhaben. Als Eishockeyspieler braucht man nichts diskutieren, das ist ganz klar. Aber natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man Spieler findet, die was das Paket halt haben. Als einziger österreichischer Headcoach in der Liga fühlt man sich das so ein bisschen wie das, jetzt salopp gesagt, wie das einzige Einhorn? Wie schon gesagt, ich bin der einzige Österreicher im eigenen Land. Also so einsam fühle ich mich nicht. Das ist halt das Business und es ist, was es ist. Und mit dem muss man umgehen und hoffentlich mache ich eine gute Arbeit. Und das bekommen mehrere Coaches als Chance, österreichische. Fühlst du dich da besonders unter Druck gesetzt? Nein, überhaupt nicht.